lieber Hallöchen, willkommen bei Hertha-Geek, Freunde, ja, nettes kleines Video, oder? Danke, Hertha TV, danke dafür, habe ich mir mal kurz gemobst von Insta, ja. Und, äh, pff, ja, jetzt heißt es schwitzen, schwitzen, schwitzen. Und bei mir heißt es Urlaub, 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 ja, also ich ziehe mich mal eine gute Woche raus. Ja, Akku aufladen, ja, Energie sammeln. Für den Saisonbeginn braucht das auch mal. Also nicht wundern, ja, wenn mal hier ein paar Tage nichts von mir kommt. Aber ja, muss sein. Muss sein. In der schönen Zeit wird ja fleißig von äh, dem Hertha TV-Team über das Trainingslager berichtet. Es sind ja, glaube ich, noch zwei oder drei Trainingsspielchen, die werden gezeigt. Ja, da kriegt man ja auch richtig Infos. Infos heute hier im Video. Puh, ja, einmal äh, Kevin Cesar verletzt. Boah. Nach Rese der zweite. Tut richtig weh. Und ähm, wo ich schon den Namen genannt habe, Fabian Rese mit seiner schweren Verletzung. Was hat er? Was für eine Verletzung hat er? Ja, ich spiele jetzt hier mal äh, den Doktor, den Fachmann. Wir reden genau über seine Verletzung hier und ähm, das äh, ja... Naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil <laughs> aber ich will es trotzdem machen, damit ihr Bescheid wisst. Ja es fallen ja immer irgendwelche äh, Fachwörter äh, und das hat mich sehr interessiert. Und das will ich einfach weitergeben. Erstmal nochmal kurz zurück zum netten Video. Äh, ihr habt ja gesehen, wer da alles äh, antanzte, ja. wer da so fleißig gedreht wurde. Äh, ich fand es schon mal geil, dass äh, Bobo Loom die größten Taschen hatte, der kleinste. Kam da mit zwei so riesen Dingern an. Dachte ich, wow, ja, die anderen so ganz smart, höchstens ein Kopfhörer und Bobo Loom gleich hier. ja. Durfte gleich ackern. <laughs> schon, mal, schon mal anschwitzen, ja, schon nur mit den Taschen. Und ja, wer ist denn alles dabei? Es gibt ja die Kaderliste, wurde ja veröffentlicht von Hertha. Richtig geil. Äh, und die Keeper sind ja dabei. Und ähm, Dennis Smarsch ist ja äh, dazugestoßen. Und das schrieben Amateurvertrag, habe ich ja erzählt, weil ja quasi Groch äh, nicht bei ist und wir brauchen ja immer drei Torhüter während eines Spiels und äh, oft muss ja der Goller in der U23 auch spielen. Dann, ja, dann ist ja der Aichi mitgefahren, Kempf, Buchalakis, der Dämme, Niederlechner, ja, Cesar, nicht mehr, leider, pff, kann man aus der Liste streichen, tut weh. Und äh, Previak, äh, Masa, Kenny, rückt dazu, ja, so frisch aus England, der Papa der frische Papa, <laughs> auch an dieser Stelle nochmal Gratulation zur Tochter. Und äh, Schula, ja, konnte man ähm, alle sehen mit Dusiak dann. Palko Dadei der Winkler mit seinen schönen blonden Haaren jetzt, ja. Und äh, Tabakovic, Christensen, Cussons, ja, Martin Dadei rückt auch wieder rein. Karbovnik, Leistner, Scherhand Rölke durfte mitfahren, ja, durfte mitfahren als Jungscher, gerade äh, nachgerückter, sag ich mal. Dem Foto war er auch schon mit bei. Und weil die anderen beiden mussten ja zu Hause bleiben, aber er durfte quasi mit dem Bobolum, der hier unten auf der Liste steht, bei mir und Gechter und The Freak und Clemens. So, jetzt habe ich alle durchgerattert. <laughs> ja, es wird natürlich jetzt interessant werden, weil ähm, das kann ich ja schon mal ein bisschen spoilern. Der eine oder andere hat es ja eh schon gelesen: äh, durch den Ausfall von äh, rese. Hm, was passiert denn dann jetzt im Sturm außen? Das ist das Allerwichtigste. Ähm, was diese Position betrifft, wer kann da reinrutschen? Ich meine, Christensen, klar, aber äh, es wäre auch die Möglichkeit, aus meiner Sicht, dass dann der gute äh, Winkler nach außen links geht und von der rechten Seite dann äh, Scherhand. Ja, und ähm, pff. Weiß ich nicht, ob man vielleicht die Niederlechner noch umfunktioniert, Previak noch umfunktioniert, umfunktioniert sorry. Das äh, muss alles ja, das Trainingslager ergeben. Pal Daday könnte auch aus dem offensiven Mittelfeld, hat er oft schon auch rechts außen, glaube ich, äh, vereinzelt äh, schon gespielt. Ja, das ist so ein Ding, was aus der Not natürlich jetzt auch ein Thema sein wird im Trainingslager wie man diese Personale, denn Rese wird, man schätzt, glaube ich, so, ich komme, glaube ich, noch dazu, äh, fünf bis sechs Spiele, die ersten nicht mitkicken können. Ja, also äh, das ist natürlich äh, not nice. Hm. Ja, wo wir ja schon äh, über Rese gesprochen haben, gehen wir jetzt mal ins Detail. Es gibt ja genaue Erkenntnisse. Bezüglich seiner Verletzung. Vorab, ja, nochmal kurz Revue passieren lassen. Ähm, dieses Brutalo Foul, so wurde es ja in den Medien genannt, Dienstagabend im Testspiel gegen Energie Cottbus, haben wir ja alle noch irgendwie vor Augen. Ja, es wurde auch zu Genüge auf tausend Plattformen gezeigt. Ähm, hieß es ja erst, ähm, Sprunggelenksverletzung, ja. Also äh, er lief ja noch für ein paar Minuten auf dem Feld, aber recht eckig, dann musste er ausgewechselt werden. Und man sagte, ja, Sprunggelenksverletzung wird es sein. Genaue Sachen haben jetzt ergeben, ja, dass er eine Verletzung am Syndesmoseband hat und Innenband wird oft immer in Kombi gebracht gerade bei Fußballern. ja passiert meistens auch in Kombination. Dazu gleich mehr. Wir steigen hier gleich richtig ein, Freunde. Und ähm, ja, man rechnet zunächst mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen muss man sehen, wenn man das dann richtig untersucht hat. Ja, Da gibt es noch äh, Nachuntersuchungen, die extrem wichtig sind. die werden dann auch ergeben, ob er operiert werden muss oder ob man das konservativ behandeln kann. Auch eine ganz wichtige Geschichte. Aber das ergeben dann halt die Aufnahmen, ne? noch mal die genaueren Aufnahmen. Ja, in diesem Zusammenhang kann man auch schon mal darüber reden, dass bei Hertha äh, Zwei Dadais, das muss anscheinend irgendwie auch in der Familie liegen, auch äh, mit dem Synismoseband zu tun hatten. Ja. Palko Dadai hat sich es auch gerissen, September 2023, ihr wisst es noch, Ja, musste operiert werden. Vier Monate dauerte das und eben äh, Bruder äh, Benze ja, erwischte es Anfang November mit der gleichen Verletzung. Ja. Aber äh, da wurde es konservativ behandelt und äh, musste nur dreieinhalb Monate, naja, bisschen weniger ausfallen. So, jetzt schauen wir noch mal. Ich habe da auch wieder vorbereitet. Ähm, was ist denn das eigentlich mit diesem komischen Sündesmose-Band? Ja, ich habe das ja hier mehr für euch aufgeschlagen. Das ist nämlich sehr wichtig. Zwischen Waden und Schienbein liegt das, ja. Und es gibt ein vorderes und hinteres Syndesmoseband. Wir sehen gleich eine kleine Skizze. Das hintere ist wesentlich stabiler und meistens verletzt sich dann immer nur das, das vordere. Ja, aber genau das eben vordere trägt wesentlich zur Stabilität des gesamten Beines bei. Muss man sich mal überlegen. Ja, und ähm, das ist anscheinend ein, ein sehr wichtiges Teil. Ja, es befindet sich wenige Zentimeter oberhalb der Knöchel, deswegen hat er sich auch schön gleich an, die Knöch an den Knöchel gefasst und hält das untere Schienbein und das Warnbein zusammen. Ich wiederhole, hält das untere Schienbein und das Warnbein zusammen. Und jetzt stellt sich einer mal vor, wenn das Ding abreißt, ja, was da los ist. So, ja, jetzt machen wir mal hier einen kleinen Blick äh, auf die Anatomie des Sprunggelenks. Ist wichtig und erklärt, warum das Syndesmoseband für die Stabilität des Beines so wichtig ist. So, das Sprunggelenk besteht aus drei Knochen, Leute, ja, das ist äh, Sprungbein, Wadenbein, dem Schienbein hier zu sehen. Ja? Wadenbein ein bisschen kleiner, Schienbein, ja? Fett, wo am meisten äh, <laughs> Dresche drauf kommt. Ja? Also dann, wenn eine Schimann trifft, dann hier. Es ist ja auch dicker. Ja? Das Wadenbein ist ja dagegen die Hälfte ungefähr. Ja? Dann haben wir natürlich hier unten den Außenknöchel und hier sind wir schon mit, dem, mit der Syndesmose. Also hier ist die Syndesmose und hier verläuft auch das Band. Ja, das ziemlich kurz ist, hatte ich ja eben erwähnt. Und so haben wir noch Schienbeingelenkfläche, ja, und Innenknöchel, Sprungbein und so weiter. Ja, gut, kann man noch sagen, das Schienbein, das Warnbein bildet zusammen eine Art umgedrehte U-förmige Gabel für das Sprungbein. Das Synismose verbindet das untere Schienbein hier. Ja, mit dem Wadenbein, ja, Wadenbein ist hier und das untere Schienbein ist hier. Also hier ist genau die Verbindung und sorgt so dafür nötige Stabilität, dass die quasi zusammenbleiben, ja, zusammen. Und würde ja die Knochen bei einer Mega Belastung und was ich was immer gehen, ja. Das möchte kein Mensch. Da reibt der pure Knochen aufeinander. Und dann hast du Hollywood. Ja, dann, dann ist richtig äh, Alarm. Ja, das ist äh, heftig. Und wenn das Band ihm reißt, kommen wir auch gleich dazu, ist das mehr äh, extrem schmerzhaft. So, ach, hier steht es ja nochmal. Das Band hatte ich, glaube ich, vorhin vorweggenommen oder auch nicht genau gesagt oder eine Überschrift gehabt. Ist nur zwei bis drei Zentimeter lang, ungefähr so breit wie ein Finger. Ja, also ist wirklich so ein ganz kleines Bändchen. Ja, dennoch sorgt das für. Allem beim Fußballspielern, jetzt kommt's, und äh, Fans <laughs> häufig für Aufstehen, <laughs> der eine kriegt's und die anderen sind uh, ja geschockt, ja. Der Grund, ein Riss des Sündes Mose oder der Sündes Mose, sagt man ja, wie ist gerissen, ja. Hat äh, vielen Profis entscheidende Momenten die Teilnahme an ganz vielen Veranstaltungen, ja. Oder um die Verhandlung gebracht, ja. Äh, verdreht man das, zum Beispiel beim Zweikampf, was passiert ist, bei dem guten Rese, kann das äh, Sündesmoseband und jetzt, Freunde der Nacht, ja, der Punkt, der, jetzt müsste da aufpassen. <laughs> jetzt musst du zuhören. Ähm, ja, kann überdehnt werden, angerissen oder so blöp, äh, so angerissen oder sogar komplett durchgerissen sein. ja. Dehnung angerissen, komplett. Und danach richtet sich natürlich, wie gehandelt wird, ob OP oder ob man das wie bei Benze mit so einer Schiene hinbekommt. Ja? Muss man auch eine Weile aufhören. Ja? Pff, ist das Sündesmoseband komplett oder auch nur teilweise gerissen? werden das Schienbein und das Wadenbein mit jedem Schritt auseinandergedrückt. Das ist genau das, was ich meinte, ja. Da, dann läufst du wie, weiß ich nicht, wie ein Besoffener. Nee, da, da, wahrscheinlich ziehst du bei jedem Schritt das Gesicht zusammen. Ja, also es ist äh, übel. Also deswegen auch, wenn diese Spieler, ja, wie auch der rese auch auf diversen Fotos zu sehen war, ja, so das Gesicht verzieht, ey, das tut richtig weh. Ja. Also, das ist nicht hier irgendwie Show oder so. Heftige Schmerzen entstehen dabei. Ja, zu sehen ist es eigentlich jetzt äh, wahrscheinlich für die Physios. Jetzt sind wir hier in so einer ganz netten Tabelle. Ja, so der erste Blick, wenn man raufrennt, ja, wenn man abtastet und weiß, ach du liebe Kacke. Ja, dass eben bei einer Dehnung, ähm, Meistens auch äh, gar nicht. Das wird ein kurzer Schmerz sein, aber nicht so intensiv, der sich wahrscheinlich gleich wieder zurückzieht. Ist eine kleine Schwellung ähm, und äh, ja, dann Teilriss der äh, Syndesmose schon schmerzhaft, moderate Schwellung und äh, ja, das ist schwer. Und wenn jetzt ein kompletter Abriss ist, dann ist das Gen unmöglich. Also, dann muss er getragen werden, dann gibt es die Liege, ja, dann ist wahrscheinlich das, das Ding, wenn der Spieler probiert aufzustehen und merkt, es geht gar nicht oder so ein bisschen hoch aus der Hocke kommt und der dann mit der Trage runter muss, weil er, oder gestützt, komplett getragen, wie auch immer, ja, weil eine sehr starke Schwellung geht total ab und ähm, dann ist, ist, ist nichts mehr, nichts mehr gut. Ja, also, das war jetzt, das ist das Gute, Freunde, das, da habe ich jetzt Hoffnung, weil das war bei Reze eigentlich nicht, weil er ist ja weiter gehumpelt und ein bisschen gespielt und so. Und deswegen nehme ich schon mal an, an dieser Stelle, vielleicht schon mal ein gutes Zeichen, dass er keinen Riss hat, also kompletten Riss, ähm, weil er noch laufen konnte, gehen konnte, sich bewegt hat. Also wir sind in dem Bereich äh, ähm, Anriss, wenn überhaupt. Ja. Entweder ist es eine sehr krasse Dehnung, eine sehr krasse Dehnung, oder ein äh, leichter oder ein anderes. Das ist das, wovon hier Dr. Per äh, ups, äh, ausgeht, erstmal. Ja, ist aber schon mal nicht schlecht zu wissen. So, hier steht nochmal, wie das entstehen kann. Naja, haben wir ja alle gesehen, ja, äh, wenn äh, das Sprunggelenk sehr stark nach außen oder innen verdreht wird. Und das hat man ja bei Rese auch gesehen, ja, dass er irgendwie, äh, da hat ja so einen Hupfer gegeben, ne? Und dann war nicht mehr gut. Ja. Und dabei wird eben das Schienbein, das Warenbein so stark auseinandergerückt, dass das Syndesmoseband heftig belastet wird und dann die Stabilität verliert und teilweise sogar reißen kann. So ja, Höhe, Aufprall, bla, bla, bla. Meistens sind es nicht alle eine Verletzung. Genau, das ist immer eine Kombination mit Bandverletzung und Sprunggelenk. Hier nochmal, ja. Das ist das, was die auch gesagt haben. Ja, sind es Moseband, Sprunggelenk, ja. Die gehören zusammen. Meistens ist es ein Bänderriss, ja, vom Sprunggelenk oder ein anderes. Und äh, hier ein Außenbandriss, hatte ich auch schon. Auch nicht nice, aber es tut gar nicht so doll weh. Also, weiß ich nicht. Hatte ich auch schon mal. Bei der Polizei schön hier Kampfsport in der Matte hängen geblieben und knickknack und weg war's. Ja. Und ähm, Außenband riss und dann ist quasi die Schutz weg. Ja, das Band schützt quasi auch mit das Bein und dann geht es weiter und dann fangen die Knochen an zu spinnen und dann wird das Syndesmoseband im schlimmsten Fall gleich mitgerissen. Ja. Und dann sind wir in dem Bereich, huh, ja, not nice. Ja, starke Druckschmerzen, Schwellung, bla. bla. Ich glaube, das ist alles. Äh, beim vollständigen Synesmosebandriss ist klar, muss operiert werden und dadurch wird das auch viel länger dauern. Ich glaube, da wird auch äh, genagelt oder so, damit die Knochen quasi äh, zusammenbleiben, ja. Und das Band quasi, äh, das frisch genähte, ja, das kleine Miniband wird genäht, so richtig äh, auch in Ruhe verwachsen kann, ne? und dann gibt's Nagel oder so und dann war er bei dem Palco gewesen. Ja, Leute, wisst ihr ein bisschen Bescheid hier, ja, äh, der Doktor hat äh, gesprochen, <laughs> nein, Scherz beiseite, hoffen wir mal wirklich, äh, dass es nur ein anderes ist äh, oder eine ganz grobe Dehnung. Ja, gut, dann äh, haben wir ja noch einen anderen Fall, ja, Lazarett, haben wir äh, leider jetzt den äh, Kevin Sessa, ja, da gibt es noch nicht so viel Genaueres. Es heißt eben nur, ähm, dass er eine Knieverletzung hat. Also er ist ja mit angereist, ja, war ja auch äh, munter dabei und so. Und dann entweder hatte er schon Knieprobleme, leichte, ja, wo man gedacht hat, weiß ich nicht kann man rauslaufen oder keine Ahnung wie und jetzt ist aber so dass äh, das sehr sehr heftig sein soll ja und man redet davon dass er äh, operiert werden muss auf jeden Fall und erstmal ähm, das wird Anfang nächster äh, Woche sein und er aber bis dahin im Trainingslager bleibt in Österreich ja und ja er wird auch ausfallen Und eventuell sogar länger als Rese. Ja, also das ist schon mal sehr brutal, weil der Junge ja auch zu uns gekommen ist, äh, mit der Prämisse neu durchzustarten. Ja, und äh, mit Hertha da richtig hier einen abzureißen. Und er hat sich ja gefreut auf diese Aufgabe. Gut, ja, das tut mir für den Jungen auch total leid. Natürlich für Rese genauso an dieser Stelle. Beste Genesungswünsche hier aus meinem Studio raus. Ja, ich hoffe, dass die Jungs äh, erstmal äh, die Behandlung gut äh, vertragen bekommen, dass sie äh, gut verläuft und dann wieder zeitnah in die Rehe einsteigen können, um dann wieder auf dem Platz zu stehen. Es ist natürlich wirklich, wirklich heftig. Ja? Da ist so echter Wurm drin. Ja, also Hertha startet schon mal richtig scheiße. Mit zwei Spielern, die eigentlich schon naja, gesetzt waren, wenn man so will. Ich meine, bei Cesar muss man auch sagen: Jetzt haben wir ja ähm, im Mittelfeld uns gut verstärkt, zum Glück, ja, mit Dämme und Coussons und jetzt auch der Bobo Loom. Mensch, vielleicht wird er auch rangeholt, der Kleene. Ja, äh, also da sind wir auch ganz gut äh, noch aufgehoben. Aber natürlich unser Unterschiedsspieler äh, rese das tut brutal weh. Also, da müssen wir echt sehen. Ich hoffe, dass im Trainingslager da irgendwas zusammengestellt wird, was dann auch funktioniert. Ja. Gut, Leute, dann sehen wir uns äh, in ein paar Tagen wieder. Ja, <laughs> bleibt stabil bis dahin. Ja. Immer schön härter TV gucken, dann wisst ihr, was los ist im Trainingslager. Ja. Und dann. Also, wir hoffen auch mal, dass noch nicht sich mehr verletzen. Das wäre echt dramatisch. Das wäre, also, da könnt ihr auch mal ganz fest die Daumen drücken, dass die alle jetzt fit bleiben. Gut, sehen wir uns bald wieder zum nächsten Video. hauen. Bis dahin. Tschüss.